Ich freue mich, darin vorzukommen. Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück. So, heute machen wir ein paar Nebenquests nochmal. Und zwar machen wir jetzt erstmal, besiegen wir den Flüchtigen. Das ist eine Quest, die wir von irgendeinem Dorf aufgenommen haben. Und der versteckt sich natürlich mal wieder in der Höhle. Ich meine, das ist sogar eine Spinne. Aber wir schauen mal. Huch. Hänger fest. Also. Das ist also der Flüchtige. Ah, okay. Direkt bei jemandem ist. Die hatten wir ja schon mal versucht, wie ihr euch erinnern könnt. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich das Erbstück für Milos Tochter finden. So, das ist natürlich ein geiler Zauber, den man ab und zu mal machen kann. Confingo! Das Erbstück noch finden, wo es hier irgendwo rumflattert. Revelio. Da drin vielleicht? Confringo! Kann ich mir vorstellen zumindest. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Super. War jetzt ja nicht so schwierig. Wie weit ist denn das? Da fliegen wir doch lieber hin. Der wohnt nämlich direkt hier. Ab geht's. Ja, easy peasy Quest ab und zu mal so. Das ist auch ganz nett. Aber man will die ja auch irgendwie das beendet haben. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. So. Freust du dich über dein Öhrchen? Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm. Mr. Adley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Wie schön, dass Milos Tochter damit ein Andenken an ihn hat. Finde ich auch. So weit hergeholt seine Pläne auch waren, Milo war ein guter Freund. Ich werde ihn vermissen. Bitte, nehmen Sie diese Belohnung an. Für Ihre Mühen. Oh, danke für Ihre Zeit. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Perfekt. Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn hat. Das hat sie. So, wir haben noch mehr Aufträge und die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar die Rettung von Rokoko. Das machen wir auch als nächstes. Auf der Karte mal anzeigen. Hui. Ach Quatsch, diesen Henrietta ist versteckt drin. Das ist natürlich nervig. Kann man direkt hinflattern? Kann man natürlich nicht, ne? Na gut. Müssen wir doch mal dahin. Ins Henriettes Versteck, Rokoko. Eigentlich nicht so schwierig, glaube ich. Henriettes Versteck haben wir ja schon gemacht. Aber trotzdem schade, dass wir nochmal da rein müssen jetzt. Das, wenn man einige Sachen zu früh schon macht oder die aus zufällig entdeckt hat, ne? Na gut, wir fliegen da mal hin. Gab es da keinen Wegpunkt da hinten? Das wundert mich allerdings. Stimmt, es gibt noch so viele Landeplätze, die man auch noch entdecken kann. Ach, mein Gott, es gibt so viel zu entdecken hier im Spiel. Das ist verrückt. Ich versuche wirklich 100% zu machen, aber man kennt das ja, 100% ist 100%. Das ist gar nicht so wenig. Also, mal schauen, ob es klappt. Am Herrenhaus. Gebe ich gar keine Quests im Herrenhaus, oder? Oh, laufen hier in Ferries rum? Anscheinend. Okay. Hallo. Du bist hier falsch, Kind. Tja, deswegen fahre ich auch woanders hin jetzt. Wie waren wir da hinten echt schon mal, ne? Muss man sich mal vorstellen. Im Arsch der Welt schon gewesen und haben aber... Was ist da auf der Insel noch? Da hinten noch Ballons, die nehmen wir gleich noch mit. Zweifellos schon lange verlassen. Okay, bevor wir Henriette das Ding machen, holen wir uns einmal die Ballons da oben. Weil ich finde,
Ach, hier war, stimmt, hier war ja der, das Flugding, ne? Ich glaube, haben wir die Ballons wahrscheinlich schon geholt hier? Ich weiß es nicht mehr. Guck mal. Ah, das war das, okay. So, wir holen uns die Ballons hier noch und dann fliegen wir zu Henriettas Versteck. Supi! Oh, haben wir sogar die Ballons zerplatzen lassen. Eine Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut. Erstens haben wir da mal ein... Ich glaube, da haben wir mehrere Sachen geholt aus ihrem Versteck. Ich weiß nicht mehr was alles, aber es waren schon einige Sachen. Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffees Niffler... Erschwinderinnen! Ich sollte einen Weg um sie herum finden. Wir gehen einfach direkt ins Versteck rein. Durch. Ich hoffe, die Erschwinderinnen haben Rococo nichts angetan. So, wir müssen auch reingehen. Wir hatten ja hier schon mal alles abgeräumt, deswegen brauchen wir die ganzen Rätsel, glaube ich, nicht mehr machen. Die sehen wir trotzdem. Diese Münzen müssen von Miss Coffee Sniffler stammen. Zerteile einer Erschwinderin, du landest mit der Wirkung Reducto. Reducto? Haben wir aber Reducto? Hab ich noch gar nicht, oder? Reduktor haben wir doch noch gar nicht. Was reduzieren? Nö. Oh. Kämpfchen hier. Wir müssen Niffler noch finden. War es, glaube ich, nicht so schwierig. Da muss er hier irgendwo rumtapern. Mehr Schätze. Rococo muss hier gewesen sein. Rococo. Ach, warte. Das war das hier, was wo man schon aufpassen musste, ne? Schätze, dieser Niffler hinterlässt keine unauffällige Spur. Nee, du musst mindestens eine Woche warten, dass
von einem Strieler folgst. Okay, hier sind also richtig viele. Erst verschwelen. Aber dann kannst du... Bis ich in Rente gehe, habe ich einen Friedhof gefüllt. Kritikus Totalus! Gleich sehen, wie laut ich bin, du Affe. Vergiss Lügen und Betrügen. Keiner ist mächtiger als die Rockwoods. So. Da oben sind auch noch welche. Ist die Frage, wie wir als erstes holen. Schon erzählen. Eine Erschwinderin. Revelio. Ich frage, wo Rokoko ist. Ist er da unten drin oder ist er da oben dran? Ich weiß es nicht. Den ist hier unten längs. Ah, hier anscheinend. Über Geld. Dieser Niffler ist ein Fuchs. Also. Halt. So und wahrscheinlich so, ne? Arresto Moment. Ich hoffe, Miss Coffee weiß meine Mühe zu schätzen. Hätte man auch gleich dann wieder mit zurückgehen können, eigentlich? Tatsächlich, ich hätte direkt dahin gehen können. Na gut, egal. Wieder raus hier. War jetzt nicht so schwierig, der Auftrag. Tatsächlich habe ich da den Flugpunkt nicht mitgenommen, wie dumm. Aber egal, dann fliegen wir halt nochmal dahin, ne? Ganz einfach. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Das war ich. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Mein armer Rokoko. Miss Coffee, ich hab Ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rokoko? Kann ich ihn zurückhaben? Er wird sich bestimmt freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker, mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Gerne. Ich will Coco an der Leine, wenn wir rausgehen.
So. Auch abgeschlossen. Also wir machen jetzt mal die letzte Prüfung der Hüter. Ne? Die wollen wir auch mal durchhaben jetzt hier. So, das machen wir. Oh, jetzt können wir einmal hier gucken, was wir freigeschaltet haben. Bei der Erkundung. Lauffeuerbesen, okay. Oh, da ist noch mehr. Ach, da. Okay. Gut. Machen wir jetzt mal die Quest jetzt. Unser Hauptquest. Ich bin ein bisschen gespannt auch, muss ich zugeben. Da ist dann Barfas Prüfung. Wir sind doch ziemlich dicht dran da. Können wir direkt hinfliegen. Wie cool ist das denn? So, lassen wir hier links ein. Vielleicht kann ich auch hinfliegen, oder? Das ist doch einfacher als hinzulaufen. Das sollte ich untersuchen. Da müssen wir rein. Ah, okay. Okay. Hier sind wir schon am Flugpunkt. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Das sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Hm, okay. Es wirkt hier gerade so ein bisschen unruhig. Also nicht flüssig, oder? Manchmal fragt man sich gerade, warum das so ist. Okay. Rebellion. Naja, das können wir ja mal wegfackeln da. Komm, bring! Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie dem weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Okay, holen wir ihn mal. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Das stimmt. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Okay. Ja. Ich darf ja nicht fliegen, ne? Gerade läuft es nicht so rund, das Spiel, finde ich. Kommt mir so vor. Sieht jetzt auch so? Sieht nicht mehr so fluffig aus wie vorher. Ich muss gleich nochmal neu laden oder so. Ja. Und wäre es auch nur die Gegend gerade da? Wie geht's einigermaßen wieder, aber. Vielleicht hat er ja auch irgendwie die Grafikeinstellung umgestellt. Hat er das automatisch gemacht? Macht er sowas ab und zu? Ich glaube nicht, ne? Muss kurz gucken. Also irgendwie kommt es echt so vor. Nee, ist auf Performance eingestellt immer noch. Natürlich schöner aus, so sieht man gleich. Aber wir müssen nicht den Performance-Modus haben, denn wir wollen ja, dass es flott ist und nicht nur schön aussieht. Oh.
Ja, muss gleich mal gucken, woran es liegt. Das fliegt erstmal da hoch. Haben wir hier überhaupt schon? Große Karte. Ah, es ist noch ein unerforschtes Gebiet hier, ne? Suche den Lord der Küste. Wer ist er denn da unten? Mit der Ochse da, wollte ich gerade sagen. Na. Wie viel Potenzial noch drin steht in dieser Karte, wie viel man noch machen könnte. Man könnte die Karte auch noch vergrößern und alles, ne? Mal gucken, was sie noch machen. Mann, die Glocken. Halt, da kann ich auch mal im Astronomiekurs gucken. Konfrinto! Du stiehlst gern Hippokreis. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Ja. Ein Astronomiealtar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Das machen wir jetzt auch mal, wenn wir schon mal hier sind. Denn wir wollen ja sehen. Amit war bestimmt schon mal hier. Weiß nicht, wie viele es hier gab, aber einige gab es schon. Okay, das sieht gar nicht so schwer aus. Das ist doch hier. Ah, warte mal, es gehört dahin. Okay, warte. Noch einmal drehen. Der Wolf. So, 5 Stück haben wir gefunden. Jetzt müssen wir das andere Ding noch finden. Da ist das Meerestier. Also das. Ja, hier muss es sein. Warte. Einmal kurz hier das Ding noch machen. Confringo. Revelio. Da oben noch, ja. Confringo. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Super. Gut. Da müssen wir mal hin. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Ich bin gespannt. Ach, schade, ich dachte, ich bleib so. Hm.
Okay, der sieht aber ganz schön böse aus. Oh. Die Hälfte haben wir weg. Jetzt wird er, glaube ich, richtig sauer. Oh oh. Au. Contingo! Defendo! Alter. Alter, du Affe. Okay. Trifft ja auch immer wieder. Ja, schnell. Ich halte das nicht mehr lange aus. Contingo! Defendo! Contingo! Auch wilder. Werf dich, unterwerf dich mir. Nien angreifen. Oh, das nehmen wir mal. Ich brauche deine Hilfe.
Okay, jetzt haben wir mal ein richtiges Tier hier, oder was? Das Kopf fliegt über einen mächtigen Sturmangriff. Der Gegner um bestimmte Barrikaden großen Schaden. Halte L2 gedrückt und auszulösen. Achte auf. Schneller! Das ist cool. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Dann mal los! Schneller! Ah, okay, dann macht er diesen Mega-Angriff da, okay. Okay, langsam. Wilderer. Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Schon ein fettes Viech. Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Huch, Leben weggemacht. Uncool. Ein Grund zur Eile, mein Schatz. Sieht interessant aus. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Hast du sein Lösegeld gekostet? Wir haben diese Merlinsfrau gefunden. Okay, langsam. Na also, es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Okay, man kann die Gegner alle platt machen. Das muss ich jetzt ja gar nicht. Ich bin ja schon bei der Weg zum Laufen, ne? Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Okay, langsam. Na also. Jetzt sind wir gleich da. Gott sei Dank. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Wie cool bin ich denn, wenn ich einfach ankomme auf das Viech, oder? Das ist da. Das war die letzte Prüfung mit dem. Okay. Ich kann direkt den Kikarium angucken, muss hier drin nichts mehr machen. Das ist natürlich nett. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht.
Hallo? Isidora? Isidora? Oh oh. Mr. Morgenack, ich... Oh, ich glaube nicht, dass der noch gesund ist. Mr. Morgenack? Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Oh, so einen Fluch darf man eigentlich nicht nutzen. Nicht gut, nicht gut. Sie lebt. Oh oh. Direkt in die Kammer gehen, oder? Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter.
Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrok erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrok. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Na, okay. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrok wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Ups. Krass. Sampakars Prüfung abgeschlossen. Gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann mit der Story weiter. Tschüss.